Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. So, meine Freunde, willkommen zur zweiten Runde, zum zweiten Teil. Trine. Ich hab richtig Bock, also hier zeigt ihr nochmal, wie den Charakter changen können. Wo sind wir? Wohin hat der Trine uns gebracht? Sehen wir uns etwas um und finden es heraus. So sieht's mal aus. Oh, was war das? Oh, ich hab noch die alte Steuerung drin. I'm sorry. Oha. Das war jetzt nicht so gut. Ich hab tatsächlich noch die alte Steuerung drin. Ich glaube, in dem Game gab es sogar Checkpoints. So dass wir. Da ein Hoch. Komm, ein bisschen nach vor. Genau, und immer wenn man zum Checkpoint kommt, dann sind die Kollegen wieder awake. Ah, was war das mit dem Wasser? Ah, da brauchen wir mal einen Kollegen. Das war kein Viereck, ich weiß nicht. Ah, warte mal. So wird da eher ein Schuh raus. Nein, war nicht diesen. Ah, das muss man gar nicht so kompliziert machen. Schaut mal her. Einfach nur dahin gehen. Ganz locker. Wenn man es jetzt noch haben will, dass es darüber geht. Man es noch so. Jawohl. Also, ihr müsst Sachen wachsen lassen, wie ihr festgestellt habt. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum ich das gemacht habe, aber hey, vielleicht war es auch nur mal zum Lernen, wie das funktioniert. Dieses Wasser ist echt mächtig. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Also. Sledgehammer durch. So. Eindringlinge! Ob wir wohl gegen die kämpfen müssen? Hol ja, dein Piekser! Wir kochen den großen Dicken! Das klingt wie Gollum, Alter. Angriff! Game over. Sind wir dafür hier, Kobolde zu erschlagen? Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Ich mag sowas. Ich nicht. So. Einmal hier rüber. Also es sind noch sehr simple Sachen, ne? Ist klar.
Hey. Weg mit dem ganzen Moch. So, dann nehmen wir das hier. Können wir hier eigentlich ganz easy machen. Indem wir das da dagegen stellen. Und so da dranhängen. Okay, kriegt irgendwie keiner hin. Alles klar. Was ist jetzt? Ah. Oder auch nicht. Ich will sowieso darüber. Alter! Really? Ah, weggehauen, die Kobolde. So, das wird schon gewesen sein mit den Kobolden. Hoppala, hoppala. Really? Ich muss wohl doch hierher. Da, jetzt ab. Ja, ja, viel Spaß da unten. Was ist die Geschichte? Die Steuerung, da muss ich mir erstmal wieder dran gewöhnen, aber ansonsten ist das gar nicht so schlecht. Und los. Geht jetzt wieder zurück. Das ist schon wieder los. Aber mach mal, krieg mal hin. Sehr schön. Es sieht so wunderbar aus. Ja. So, was haben wir hier? Das ist ein Gedicht. Ja, und dann tun wir uns mal eine Menge Wasser. Okay. Was für ein lustig aussehender Fels. Aber das ist eine Riesenschnecke. Genießt eine Dusche. Thank you.
Alter, der andere baut hier Zeug. Sorry, Riesenschnecke, ich muss ja den Müll mal dahin tun. Wie kann man das? Ah ja. Oh Gott, ich krieg die Steuerung gerade null auf die Kette. Einen gesunden Appetit hat die Kleine. Was ist das? Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Das kann ich nicht. Also mit Pfeil und Bogen, das war nicht so mein. Die mal hören, nicht singen. Ich bin einfach ein bisschen zu langsam gerade. Scheiße, Digga. Wie slow bin ich? Nee, nee, nee. Wait for the next one. Komm, komm, komm. Glück gehabt. Damit haben wir jetzt einen riesen Regenbusch. Naja, wir schauen mal. Alles klar. Alter. Halt das mit Schwung. Also, dann machen wir es so. Haben die auf die Reihe, ne? Jetzt. Also. Eine schwere Geburt, Leute, sorry. Jetzt sterben alle bei One-Shot, oder was? Ah ja, also jetzt sollen wir mal gleich Feierabend. Tot, oder? Okay.
Glück gehabt. Sonst wäre es der First Step gewesen. Ist das der Wind? Nein. Das ist die Luft aus diesen Rohren. Genau. Und jetzt müssen wir hier einem Kollegen was bauen. Also kein so. Also das mit dem Drehen, das funktioniert noch nicht so gut. Was für ein lustig anmutender Ort. Hä? Okay. Sorry. Also sie mussten die Stützbalken selber kaputt beißen. Gewaltige Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Der labert. Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Ja.